Und nur so pro forma, was wir gemacht haben. Wir haben Zeitaufwand berechnet. Und jetzt schaut, Zeitaufwand gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich habe 2 Tage mal Hilfswert, mal Tagessoll, die Zeit fixiert und mal 24, Enter. Da kommt mir es mit so etwas und ich sage, ich habe doch 24 zu viel mal gerechnet. So viel macht es aus. Gell? Das ist das. Das 24 mache ich nur, wenn ich Zeit mal Stundensatz rechne. Dann muss ich schon mal 24 machen. Nicht verschrecken, als Geld formatieren. Selbstverständlich den Stundensatz fixieren mit F4. Und dann könnte man das abziehen. Gell? Das ist die eine Möglichkeit, das zu berechnen. Wenn aber jemand sagt, ich wollte es anders abrechnen. Ich habe 2 Tage Einsatz mal die Zeit in Klammern von da minus da gemacht. Das ist auch korrekt. Das ist firmaintern zum Abmachen, was welcher Wert wird berechnet. Gell? Beides ist okay. Dann Kosten gesamt. Position beziehen, Summe überprüfen, Enter, Tschüss, Klick, Klick. Bis jetzt realisiert in Schweizer Franken. Ich habe das da nicht geschrieben. Ich schreibe es einfach irgendwelche Zahlen. Beziehungsweise, ich habe jetzt schnell beschissen und ich habe gesagt, das ist das minus das. Das ist aber nur um Zahlen schnell zu haben. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Realisierung und Vorjahr und Plan. Gell? Also so ist es. Das da. Dafür Euro. Ich muss einfach den Betrag Schweizer Franken teilen, mal durch Kurs fixieren und dann stimmt schon. Und jetzt passet auf, je nachdem, welcher Kurs ist richtig ist, sollte ich mit dem rechnen oder sollte ich mit dem rechnen? Wieso? Wenn wir von Franken auf Euro gehen und Euro höhere Wert hat, müssen wir weniger. Aber look, wenn ich mit dem anderen rechne, Ah, ist gleich, so ist gleich. Aber eben, es kommt darauf an, ob du aber nachmachst oder genau, aufmachst. super, hey, bin ich froh. Ich muss einfach aufpassen. Gell? Ich muss einfach aufpassen, einfach gesunde Menschenverstand. Jetzt bei Euro sind die Differenzen relativ groß. Was ich sehe, einfach im Moment beim Dollar, manchmal wird verwechselt und man merkt es nicht, weil das ist ja 1 zu 1. Ja, heute ist Dollar ein bisschen runtergefallen wegen dem Iran. Gell? Ein paar Tweets und wir haben es. Was auch immer. Prozentuelle Realisierung, das ist immer Realität, geteilt durch Träume oder Plan. Schwupps. Und jetzt, wir haben hier absolute Zahlen, von dem her wird auch absolute Zahl geliefert. Aber wenn ich auf Prozente gehe, da wird es Prozent, da werden Prozente gehen. Und jetzt müssen wir noch Alarm einbauen. Das sind die Wenn-Funktionen. Wenn es regnet, Dann schnell. dann Nicht Regenschirm. Sonst nichts.
Also etwa so funktioniert vielleicht nicht mit Text geschrieben, aber das ist die Richtung, wo das sollte. Und jetzt sage ich, wenn da, und ich mache jetzt einen Fehler, wenn das kleiner als 50% ist, Semikolon, dann Promotion, Aktion starten, was auch immer. Wenn das da ist kleiner als 30%, dann Team stärken. Und sonst nichts. Gell, die Klammer muss ich noch zumachen. Wenn ich nicht weiß, wie viele Klammern sollte ich machen, ich sollte einfach bis zur ersten schwarzen Klammer machen. Rot, schwarz, okay, dann ist es korrekt. Gehe ich weiter, wird wieder mal bunt. Und jetzt schaut. Ich habe das so gemacht. Im ersten Moment habe ich das Gefühl, es funktioniert korrekt. Bis ich merke, dass bei 26%, das wird bereits Team Stärken stehen, auch da stimmt. Und das passiert nicht. Und jetzt, ich muss einfach daran denken, Excel ist extrem faul. Er nimmt das erste Kriterium, wenn erfüllt ist, dann schaut er nicht weiter, ob etwas passender ist. Ja? Und jetzt 26%. Natürlich ist das unter 30%, aber unter 50 auch. Oder? Richtig. Ich muss Verkehr machen, verkehrt das Ganze. Ich schneide sie aus. Ich baue das hier ein. Und das. Zack. Pack. Und jetzt. Jetzt wird es schon besser sein. Okay. Okay. Wunderbar. Und dann Freude herrscht bei Funktionen. Das Schöne daran ist, ist die Summe gewesen. Wir können einfach nochmal eine Summe machen, vergessen und tschüss. Das, was weniger schön oder weniger oder ein bisschen mühsamer war, ist Summe wenn gewesen. Gell? Und jetzt schaut, ich sage zuerst nicht, was sollte er zusammenzählen, sondern zuerst sage ich, was ist Filterkriterium. Ich sage ihm, hey, look, hier bei Team, wenn du da findest, den Ausdruck, dann du Zahlen aus dem Bereich zusammenzählen. Und jetzt, weil ich das abziehen will, fixiere ich die Werte. Klammer zu, Enter. Und jetzt kann ich das abziehen. Gell? Bis da. Und jetzt muss ich eben aufpassen. Entschuldigung, Team kann ich nicht fixieren. Ha? Hei, hei. Ich laufe ein Messer und nicht mehr sein. Quatsch. Zack, back. Und jetzt kann ich 28 von dem. Aha. Schwupps, anpassen. Fixiere das noch. Eieiei. Runterziehen. Jetzt stimmt. 12 Punkte. Und da bei zentral muss ich einfach einen Doppelklick und ich einfach Bereich verschieben. Drücken, halten, ziehen. Enter. Gell? Und jetzt kann ich das da beziehen. Funktioniert. Ich muss einfach aufpassen, wenn ich das jetzt rechts ziehe. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss schon da mit der Fixierung wieder mal überlegen. Also Team 1, das sind fixe Sachen. Zack. Wenn ich nach rechts ziehe. Aber das da, das ist mal F mal
GEH und so weiter, also weg damit. Ah, ich mache das so. Ctrl C. Und ich sage, in dem Bereich ersetze so etwas durch F2 Doppelpunkt F16. Alle ersetzen. Funktioniert auch. Ist aber schneller. Drüber ziehen. Ha. Sonst hätte ich das da noch auch vergessen. Ha? Der Bezug auf B muss für rechts oder seitwärts kopieren, verschieben, muss fixiert sein. Zack. Das ebenfalls. Und die Summe ebenfalls eigentlich. Okay. Huiuiui. Anzahl ist noch lustig gewesen. Normale Anzahl ist normale Anzahl. Von Zahlen oben. Aber da Anzahl bei Team, das ist schon ein bisschen speziell. Ich sage da, zählen wenn. Schubs, Bereich, Semikolon, Suchkriterium und tschüss. Und jetzt wollte ich das rechts ziehen, muss ich es fixieren. Zählen wenn. Bereich markieren, Suchkriterium definieren, selbstverständlich fixieren und drüber ziehen. Gell? Das Mittelwert, das ist banal, das sind die Autofunktionen. Zack. Einfach immer die Basiszahlen erfassen. Gell? Das Maximum und das Minimum. Und tschüss. Wir können das einfach drüber ziehen. Und jetzt Mittelwert, das ist die einzige Funktion, wobei prozentuelle Realisierung Sinn macht. Okay. Allerdings, das sollte man als Prozent darstellen. Das sollte man als Zahlen darstellen. Okay. Und das nicht vergessen, gell? Control 1, Benutzer definiert. Stunden und Minuten. Das noch. So. Das mit benutzerdefinierten Formatierung, Kosten, Gesamtmarkieren, Schwupps. Farbskala, je röter, je höher, desto röter. Realisierung, je, ich weiß es nicht, man könnte es nehmen, je höher, desto grüner. Man könnte es machen, je tiefer, desto roter. Es ist Geschmackssache. Ich nehme jetzt, je tiefer, desto roter. Und da. Schwupps. Balken. Gemacht. Okay. Und das war's.